Deutschkopf spielt hier Theater. Hessler, Basler, Klinsmann, und da ist es. Das 1:0 in der 12. Spielminute durch Jürgen Klinsmann. Nach einer tollen Vorarbeit von Mario Basler, ist es die 18. natürlich. Das 6. Tor des Kapitäns in dieser Qualifikation. Eine der schönsten Spielzüge, die ich in der letzten Zeit von einer deutschen Nationalmannschaft gesehen habe. Mutterseelen alleine macht der Kapitän sein 31. Länderspieltor. Das kann ja noch heiter werden heute. Der befürchtete erste Ansturm der Bulgaren ist völlig ausgeblieben, um vorbeizukommen. Sieht doch furchterregend aus, der Mann. Großen Routiniers bei den Bulgaren, macht sein 53. Länderspiel. Herrlich, sein drittes. Klinsmann, Strunz und Tor! Das gibt es nicht, mitten in der Drangperiode Bulgariens. Und dieser Zeitpunkt gilt in Fachkreisen als psychologisch günstig. Anderthalb Minuten vor der Pause macht Thomas Strunz das 2:0, sein erstes Länderspieltor in seinem 22. Spiel. Einwurf vom Basler. Herrlich. Klinsmann legt zurück und genau gezirkelt in die vom Torwart aus gesehen rechte Ecke. Ich sage mal, eine Riesenüberraschung. Dieses Resultat 2:0. Für Deutschland gegen Bulgarien. Ja, Zeit, ein kurzes Fazit zu ziehen, Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit. Die Hereinnahme von Hessler und Strunz hat sich gelohnt. Die deutsche Mannschaft begann stark und wurde dann ganz logisch mit dem 1:0 durch Klinsmann belohnt. Achtung, und es gibt Elfmeter nach diesem Foul von Strunz an Balakow. Vor zwei Minuten hat er das 2:0 gemacht. Ja, ganz klare Sache. Völlig korrekte Entscheidung, die Bulgaren mit der Chance zu verkürzen. Dennoch, er hat prima gespielt bisher, hat ein Tor gemacht. Und das kann halt nur mal passieren. Stoichkov oder Penev. Christos Stoichkov will sich diese Chance nicht nehmen lassen. Andreas Köpke hat bisher toll gehalten, aber der ist drin, nur noch 1:2 in der Nachspielzeit. Was meint, was jetzt hier los ist? Und jetzt ist dieses Tor wiederum aus bulgarischer Sicht zum besten Zeitpunkt gefallen. Kostadinov, und Pairetto läuft zum Elfmeterpunkt, und da habe ich meine Zweifel, ob der Italiener recht hat.
Foul von Helmer. Wenn überhaupt, war es außerhalb. Bulgarien bekommt den zweiten Elfmeter in diesem Spiel. Der erste kurz vor der Halbzeit war eindeutig. Hat so viele tolle Bälle rausgeholt, der Andreas Köpke. Vielleicht baut das auf, vielleicht hat er eine Chance wieder gegen Christoph Deutschkow. Nein, verladen. Zwei zu zwei. Was für ein Spiel. Eine 2-0-Führung verspielt. Strunz vor Penev. Aber gefallen und nicht gebannt. Kostadinov schon wieder. Und da ist es passiert. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung bringt ein Bundesligaspieler die Bulgaren mit 3-2 in Front. Jetzt muss die deutsche Mannschaft aufpassen, dass er nicht auseinanderbricht. Zwei Tore innerhalb von 2 Minuten, 66. und 68. machen aus dem 1-2, ein 3-2. Eine kurze Aussetzerphase Deutschlands. Wie in New York damals im Sommer 94. Wir können es nicht